Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der GigaBlue Academy. Heute wollen wir uns mit dem mittlerweile sehr beliebten Unicable-Empfang befassen. Damit können mal eben bis zu 4 oder auch bis zu 8 Receiver an einem Kabel betrieben werden. Oder natürlich auch ein Receiver mit mehreren Tunern. Wie das funktioniert, das sehen wir uns an. Unser Vorhaben. Wir wollen an einem GigaBlue HD Quad Plus mindestens 2 Tuner nutzen. Dafür brauchen wir zunächst eine Satellitenantenne und nutzen eine brandneue Antenne direkt von GigaBlue. Diese ist in unterschiedlichen Farben und Größen erhältlich, 80 cm, 85 cm oder 1 Meter, in Rot, Weiß oder Anthrazit. Dazu gibt es auch Multi-Feed-Halterungen mit 3 oder 4 LNBs. Wir haben uns für die 85 cm Antenne in Anthrazit entschieden. Natürlich brauchen wir zum Unicable-Empfang einen geeigneten LNB. Beispielsweise der Quattro LNB von Schweiger ist bestens dafür einsetzbar. Hier finden wir die notwendige Aufteilung des Frequenzbereichs in Vertikal, High und Low sowie Horizontal, High und Low. Nun kann es losgehen. Der Quattro LNB wird für die Position Astra 19,2 Grad Ost justiert. Natürlich brauchen wir neben dem LNB auch einen Unicable-Switch, wie in unserem Fall den IDLP-UST-101CU-0104PP von Enverto. Zwischen Quattro LNB und Unicable-Switch laufen 4 Kabel, um die Frequenzbereiche abzudecken. Vom Unicable-Switch läuft nun ein Kabel zum GigaBlue HD Quad Plus. Eine kleine Sackweiche splittet das Signal wieder auf, damit wir jeweils Tuner A und B belegen können. Mit einem Vierfachverteiler wären entsprechend 4 Tuner möglich. Nun geht es an die Installation am Receiver. Dazu gehen wir in den Einstellungen unter Empfang, Grundeinstellungen und hier in die Konfiguration. Unter Erweitert wählen wir bei der LOF Unicable aus. Die Unicable-Konfiguration stellen wir auf Unicable User Defined. Jetzt können unter Kanal die 4 Frequenzen des Unicable-Switch eingegeben werden. Tuner 1 bekommt die SAT-CR1 mit der Frequenz 1210 MHz. Bei Tuner 2 gehen wir ähnlich vor, was LOF und Unicable-Konfiguration angeht. Als Kanal wählen wir hier jedoch SAT-CR2 mit der am Switch angegebenen Frequenz 1420 MHz. Wenn ein dritter bzw. vierter Tuner im Receiver eingebaut ist, kann genauso vorgegangen werden wie bei Tuner 1 und 2, nur werden jetzt Kanal 3 und 4 mit 1680 bzw. 2040 MHz verwendet. Mit mehreren Tunern sind nun natürlich mehrere Aufnahmen gleichzeitig möglich. Man ist nun nicht mehr auf denselben Transponder beschränkt. Ein großer Vorteil. Das gilt auch für Bild im Bild. Unicable wurde von Enverto erfunden, ist aber mittlerweile für fast alle Receiver verfügbar. Sämtliche GigaBlue Receiver beherrschen den Einkabelempfang und ersparen so ein mühsames Verlegen von zahlreichen Kabeln. Unicable ist schon sehr, sehr praktisch. In der nächsten Ausgabe befassen wir uns dann allgemein mit wichtigen Grundeinstellungen. Für Fragen rund um die Set-Top-Boxen von GigaBlue schreiben Sie einfach eine E-Mail an gigablue@techtime.tv. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao.